So, ihr kennt es sicher, ihr habt eine Tour gestartet, das Wetter ist schön, wenn man jetzt mal hinter mich schaut, die Sonne scheint, ihr seid unterwegs und mittendrin in der Tour fällt euch auf, irgendwas habe ich vergessen. Viele Sachen kann man natürlich ersetzen, man kann hergehen, Zelthaken, geht man halt her, schnitzt sich was. Schnur kann man irgendwo substituieren, man hat Schnürsenkel etc. Manche Sachen, vor allem Werkzeuge, tut man sich allerdings schwer. Klar, jeder hat ein Messer dabei, aber auch das kann man mal vergessen. Genau das Problem hatte ich auch. Vor einigen Jahren eine wirklich kleine Tour geplant, nichts Großartiges, also auch nichts, wo man irgendwie ein Worst-Case-Szenario erwartet. Und kurz vor der Tour hat das Wetter umgeschlagen, ich habe die Hose gewechselt auf eine Softgel-Hose. Ja, und das Ergebnis war, was steckt denn natürlich in der normalen Feldhose? Mein Messer. Am Anfang dachte ich mir, naja, was soll's? Was braucht man auf einer Tagestour ein Messer? Wird schon nicht so schlimm sein. Ja, es fing dann damit an, dass ich selbst zum Aufschneiden meiner Rationspackung den Kollegen fragen musste, ob ich sein Messer haben kann. Und das war nicht nur nervig, das war einfach, ja, das war für mich eigentlich auch peinlich. Ich bin eigentlich derjenige, der mit drei, vier Messer dabei hat und dann anderen Leuten was ausleiht. Und gerade für solche Sachen haben wir jetzt ein neues kleines Helferlein im Programm. Und das möchte ich euch jetzt mal vorstellen. Wünsche ich viel Spaß dabei und dann suchen wir jetzt mal einen geeigneten Platz und dann zeige ich euch das schöne Stück. Bis gleich. Jetzt haben wir uns mal ein stilleres Fleckchen gesucht. Jetzt kann ich euch das Ganze zeigen. Und zwar habe das Ganze jetzt hier erstmal bei mir im Survival Kit. Und zwar, worum es geht, ist eine Survival Karte. So, wir haben an der ein paar Details geändert. Wir haben vor allem ein paar Sachen weggelassen, die eigentlich kein Mensch braucht. In der Position zum Beispiel ist bei den meisten Survival Karten eine Wellenklinge. Sind wir ehrlich, eine Wellenklinge in der Größe macht keinerlei Sinn. Ja, dann war hier ein Flaschenöffner. Auch wieder die Sache, ganz ehrlich, eine Getränkeflasche bekommt man immer auf. Und notfalls nimmt man dafür hier die Kante von der Karte. Stattdessen haben wir hier ein Gradmesser auf der Karte, um eben zum Beispiel einen Kompass improvisieren zu können. Ja. Dann haben wir hier einen Dosenöffner. Und ganz ehrlich, mit improvisierten Methoden eine Konservendose aufzubekommen, gerade wenn man eben sein Schweizer Taschenmesser vergessen hat, ist schon wieder eine ganz andere Sache. Ganz klassisch ein Lineal. Eben auch wieder zum Thema, wenn man den Kompass vergessen hat, zum Improvisieren. Und wir haben zwei kleine Messerklingen. Die sind ziemlich scharf. Ich muss dazu sagen, ich habe gleich fürs Zeigen auch noch einen kleinen Testaufbau vorbereitet. War da ein bisschen unachtsam und ja, das ging schon ganz schön tief rein. Wie man sieht, also auch wir sind von Fehlern nicht gefeit. So, jetzt muss man zu der Karte sagen, bevor ich euch jetzt zeige, was man damit machen kann. Das ist natürlich kein vollwertiges Messer. Das ist kein Tool, wo man dann sein Feldmesser oder sein Taschenmesser daheim lassen kann. Das ist einfach ein Backup. Wie ich eingangs schon gesagt habe, es war für mich sehr ärgerlich zu sehen, ich habe mein Messer vergessen für jede Tätigkeit, für jeden kleinen Kram, auf den ich normalerweise nie achte, wo ich normalerweise gar nicht wirklich realisiert, dass ich da tatsächlich eben das Messer dafür benutze. Musste ich jemand anderen fragen, kann ich mal dein Messer, dann hast du mal dein Messer, sondern kann ich mal. Und für diese ganzen Aufgaben ist das völlig ausreichend. Und wenn man ein bisschen mehr braucht, und das war jetzt die Sache zum Thema, ich habe mal was vorbereitet, kann man nämlich auch hergehen. Na, komm raus. Und das Teil mit Schnur oder in meinem Fall mit zwei Kabelbindern an einem Stück Ast oder Stämmchen befestigen. Ich sage gleich dazu, nein, ich werde jetzt nicht behaupten und dann habt ihr eine Axt. Absoluter Blödsinn. Ihr habt nach wie vor eine Survival-Karte, die an einem steckenfest gemacht ist. Der Witz an der Sache ist aber ganz einfach. Ich habe jetzt hier deutlich mehr Kontrolle. Ich kann mir jetzt eben
zum Beispiel zum Zünder machen, ein Stück Holz nehmen und Feathersticks machen. Es geht ohne Probleme. Oder eben hier auch für Kerben, für einen Kerbschnitt, für einen Druckschnitt, mehr Kraft aufwenden. Zum Beispiel zum Fallen bauen. Oder natürlich, wenn ich ein größeres Stück Holz durchhaben will, kann ich natürlich auch hergehen mit nicht zu viel Gewalt und hacken. Das sind jetzt so die Einsatzmöglichkeiten und wie die im Gebrauch aussehen, das zeige ich euch gleich. So, möchte ich es hier nochmal kurz zeigen. Was wir hier auch gemacht haben, anstelle von der wirklich unsinnigen Wellenschliffklinge haben wir einen Fingeraufsatz und im Gegenzug das Cord, die Schnur hier, wirkt ebenfalls als Polster. Dann kann ich eben wirklich hergehen und kann hier für Druckschnitt ziemlich gut Kraft ansetzen. Was ich natürlich auch machen kann, bei dickerem Holz, ich gehe her und entferne die Schnur und setze das Ganze quasi wie ein Stechbeutel an, wie ein Stemmeisen. Und last but not least, wie gesagt, kann ich hergehen und nehme das Teil als kleine, als verlängerten Arm mit einem Stück Holz, benutze es wie ein Beil, muss ich natürlich auch entsprechend damit arbeiten. Ich kann nicht zuschlagen wie der letzte Berserker, aber es gibt mir halt doch ein bisschen mehr Umf. Und wie gesagt, das Ganze ist ein Tool für ein Survival Kit, für ein EDC, auch für einen Geldbeutel. Kann man überall mit sich mitführen und kann einem eben in gewissen Lebenslagen ein Werkzeug ersetzen. Man hat eben hier auch noch den Mutternsatz, beziehungsweise den, quasi einen Mini-Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel. Nicht Ratschenschlüssel, Blödsinn natürlich, hier einen Satz, kleinen Satz für Schraubenschlüssel und einen kleinen Schraubenzieher. Aber hauptsächlich ist es natürlich ein Stück Klinge, um einfach im Survival Kit ein Messer zu ersetzen. Und das macht es ziemlich gut. Ich werde es bei meiner Ausrüstung jetzt auch mitführen. Ganz einfach auch das nächste Mal, wenn ich mal wieder nicht mitgedacht habe, um vorbereitet zu sein. Ja, das war jetzt so ein bisschen die kleine Einführung zu unserer neuen Survival-Karte. Was sich jetzt natürlich jeder von euch fragen wird, oder zumindest die meisten von euch, was ist denn das für ein Stahl, wie lange hält das Teil? Und ganz viele werden dann natürlich auch sagen, was, zu dem Preis ein Werkzeug, eine Messerklinge, das kann ja nichts taugen. Muss ich jetzt mal ganz kurz die Realitätskeule auspacken. Natürlich, bei einem Preis von weit unter 10 Euro ist das kein Pulver. Stahl, das ist kein ultra gehärteter Monostahl, kein hochlegierter Stahl, das ist ganz normaler Werkzeugstahl. Natürlich ist das Teil auch nicht made in Germany in einer Manufaktur von einem gelernten Schmied, handgeklöppelt aus einem Stück Rasenerz geschmiedet. Die Tools werden natürlich gelasert, die werden maschinell geschliffen und auch maschinell eloxiert. Und dann kommt noch die Schnur rum und dann werden die verschickt. Das ist ganz klar. Aber es ist einfach ein Backup-Tool, das genau das macht, was es soll. Und für mehr möchten wir es auch nicht bewerben, das wäre auch nicht ehrlich von uns. Aber alles, was wir damit machen wollten, haben wir damit gemacht, können wir damit machen. Und wir sind absolut von dem Paket, was wir jetzt hier abliefern, überzeugt. Und auch sehr zufrieden damit. Deswegen, wir können es euch wirklich für ein Survival-Kit, fürs Everyday Carry, für den Geldbeutel, können wir es euch ans Herz legen. Wir möchten aber auch ganz einfach so realistisch sein und sagen, wenn ihr jetzt auf die Idee kommt, ich gehe jetzt als ultraleicht Outdoorer raus und das wäre ein super Tool, das wäre klein, das wäre leicht. Nehmt ein kleines Messer von uns, nehmt ein Fieldcraft Mini. Das ist dann wirklich ein Messer für den Dauergebrauch. Das hier ist wirklich ein Gebrauchstool für den Moment, wo alles andere versagt hat. Beziehungsweise wo man das andere vergessen hat, das ist einfach ein bisschen Link, das ist einfach ein Tool, wenn euch was fehlt, was einfach die Zeit überbrückt, bis ihr wieder die Werkzeuge habt, die ihr eigentlich normalerweise nutzen würdet. Und dafür ist es super,
Dafür empfehlen wir es auch und dafür ist es ein echt klasse Teil zu einem unserer Meinung nach wirklich super Preis. Wenn ihr auch Fragen dazu habt, ihr könnt euch natürlich jederzeit bei uns melden. Am besten immer über die Webseite. Ihr könnt natürlich auch hier direkt bei YouTube kommentieren. Wir müssen bloß darauf hinweisen, die Kommentarfunktion bei YouTube ist zurzeit extrem verbuggt. Es kommt oft vor, dass wir über Beiträge erst Tage später informiert werden, beziehungsweise ganz einfach diese Notifications verspätet eintreffen oder dass sich das System verschluckt. Es ist nicht so, dass wir euch ignorieren. Es ist nur einfach so, dass manchmal in der Welt des Web 2.0 manche Sachen einfach unterm Tisch liegen. Und das ist für uns dann auch immer sehr ärgerlich und es tut uns auch immer leid. Und wir sind wirklich dahinterher, uns da bei euch zu melden. Aber manchmal passiert's. Aber wirklich, wenn eure Kommentare gelesen werden, wir beantworten sie, wir bearbeiten sie. Und wenn euch wirklich was am Herzen liegt und ihr wirklich schnell eine Antwort braucht, meldet euch bei uns über den Shop oder meldet euch über die Facebook-Seite. Da bekommt ihr innerhalb eines Tages auf jeden Fall eine Antwort. Ja, so viel von uns zur Karte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, immer her damit. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao.